Servus Leute, willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin Nuzlocke Challenge in Slow Motion Effekt. In der letzten Folge haben wir versucht, ein Luxtra zu fangen, welches uns weggebrüllt hat, haben ein Teammitglied verloren, nämlich hier, Rim, haben aber auch ein Teammitglied gewonnen, nämlich da. Gitarist Simon. Oh, Solo und prügelt sich gern. Scheiße, das Teil ist total auf Angriff. Obwohl. Vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht, weil dann kann ich ihm zwar leider keinen Feuersturm und keinen Flammenwurf beibringen, aber dafür einen Feuerschlag. Wäre eventuell. Das wollte ich nicht. Wäre eventuell gut zu gebrauchen. Zumindest wird dadurch die Finte stärker. Aber nun gut, ich habe nur mehr 7 Pokémon, das ist etwas dämlich. Denn ich habe schon wieder ein paar Wünsche bekommen, wer welches Pokémon sein will. Allerdings, wenn es sich nicht ausgeht, ist es mir das beschissen. Und ich habe auch ein paar Leute, die Turtok sein wollen. Ich müsste irgendwie offscreen trainieren oder so. Oh, Slow Motion. Und den Namensbewerter, ich habe jetzt endlich nachgeguckt, wo der ist in Ewigenau. Bringt mir leider nicht so viel, aber nun gut. Den Trainer habe ich versehentlich letztes Mal schon platt gewalzt. Wanderer hier ist das nächste Opfer, allerdings da ein Magpie vorn zu haben wäre dumm. Ich guck mal, ob Pingu da was reißen kann. Noch langsam Musik geht auch nicht. Es gibt zwar keine Berge hier, aber ich bin zwar zum Bergwandern bereit. Und los. Ich habe dein Zwar gesagt, obwohl da gar kein Zwar in den Satz vorkam. Naja. Wobei, die Vorstufe von Mogelbaum, ein Stein-Pokémon, da ist der Blubstrahl natürlich ganz gut. Und jedes Mal, wenn ich aufnehme, muss ich husten oder mich räuspern, das hasse ich. Ansonsten passiert mir das nie. Aber nur gut, Pingu erreicht jetzt Level 22 einmal. Kamau! Das ist auch sehr gut, ein Feuerboden. Hat gleich eine doppelte Schwäche. Jetzt sieht man die beiden stärksten Pokémon, Pingu und Blaster. Sind zwar mächtig, werden wir in der zweiten Arena aber gar nichts nutzen. Mampfaxo. Scheiße, Rim habe ich nicht mehr. Mache ich jetzt. Wie viel Verteidigung hast du? 21. Ich versuche mal Claptrap. Vom Fax habe ich ein bisschen Respekt, weil toll. Oh nein. Weil das Schlimme ist, das Teil entwickelt sich zu Relaxo. Und Relaxo ist so ein bisschen übel. Weil es hat hohe KP und eine hohe Spezialverteidigung. Und der Angriff ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Och nee. Und ich habe leider keinen Rim mehr, der die Verteidigung stark sinken kann. Kaum Schaden. Aber nun gut, da muss ich eben taktisch vorgehen, um das Teil fertig zu machen. Das will mir überhaupt nicht gefallen. Claptrap.
Ja, jetzt muss ich mal immer wieder herumwechseln, weil ich nicht noch mehr Verluste riskieren will. Denn ich habe ohnehin kaum Pokémon. Aber wenn ich doch bloß ein Pokémon mit der Zwinger hätte. Ja, Leute, wird für euch jetzt dämlich werden, wenn ich hier hin und her wechsle. Sorry. Was ist ja ein wahres Pokémon-Karussell? Ich muss seinen Angriff irgendwie loswerden. Er kann Kreideschrei und Amnesie erstmal. Die Frage ist nur, was kann das Teil noch? Ja, jetzt ist seine Spezialverteidigung sowieso auf Maximum. Okay, zweimal Heuler muss ich noch einsetzen, dann ist sein Angriff auch im Keller. Okay, ah, Schlecker. Habe ich ein Normal-Pokémon mit? Wahrscheinlich nicht. Doch, Vogel. Wenn ich wüsste, was seine letzte Attacke wäre, dann könnte ich, ohne dass ich Angst haben müsste, gleich raufknüppeln. Zweimal gerade Schrei gefällt mir nicht. Wieder Wechsel. Ja, ist zwar eine Rumwechslerei hier, aber wie gesagt, dagegen kann ich nichts machen. Wahrscheinlich wird der ganze Part so weitergehen. So. Er macht sich selber jetzt zwar kaum Schaden, aber ich kann riskieren, einmal einen Angriff zu starten, weil, auch wenn er levelnd höher ist, ist sein Angriff gesenkt. Gut, drei Treffer. Wir versuchen ihn nochmal zu verwirren. Jawohl. Mit Taktik hat das alles hier Hand und Fuß. Ich weiß, Pingu ist paralysiert, aber ich versuche trotzdem nochmal seinen Angriff noch mehr zu senken. Wahrscheinlich ist seine einzige Angriffsattacke der Schlecker. Ich will mich nicht darauf fixieren, aber ich nehme es zumindest mal an. Und jetzt sind fast 8 Minuten vergangen und wir kämpfen nur gegen einen Mampfaxo. Obwohl, nein, Kamaub und Obai sind ja auch schon drauf gegangen. So, zum Glück habe ich den Vogel im Team. Der ist ja immun gegen den Schlecker. Und wenn ich in die nächste Stadt kommen sollte mit Blaster, also mit Chillok, dann kann ich ihn ja umbenennen, weil jemand will Turtok sein, also bekommt derjenige auch Turtok, beziehungsweise Schillok in dem Fall. Ich muss nur aufpassen, dass mir Schillok lange überlebt. Jetzt Ruckzuckhieb. Oh, hätte ich gewusst, dass das so viel Schaden macht, hätte ich gleich drauf geknüppelt. Nochmal. Gut, Vogel. Der Vogel rettet mal wieder die Situation. Oh Mann, habe ich den Kampf ganz umsonst in die Länge gezogen. Aber nun ja. Nuzlocke, und da muss ich ein bisschen übervorsichtig sein. Wir erhalten alle 3 Erfahrungspunkte. Das war ein erfrischender Kampf. Item meins. X-Spezial. Darauf hätte ich verzichten können. Aber nun gut, wenn wir es verkaufen, es bringt Geld. Einen paralysierten Pingu will ich nicht unbedingt haben. Habe ich irgendwo eine Arena-Beere? Ja, eine einzige. Nun gut, besser als nix. So, verschwinde. Ich will gucken, was da ist. Denn ich glaube, hier war was. Ja. Sternenstaub können wir verkaufen und bringt many Kohle. So,
sie vorbeischleichen, da weiter und gegen dich will ich noch nicht kämpfen. Da oben sind zwei Bären und ein Item. Da links, wenn wir da links entlang surfen, dann nach oben, da ist die Feurio-Hütte. So, Singlebeere und Passivbeere gehören auch beide mir. Und ich weiß, da weiter vorne ist ein Haus, wo wir unsere Pokémon heilen können. Slow Motion. Komm her. Komm her, ich will dich bekämpfen. Ich frage mich, welche Pokémon in dieser Gegend findet. Da es eine Bloody Platin ist, frage ich mich das auch. Auf jeden Fall ein Magby. Scheiße, warum habe ich Pingu vorne? Und ich merke gerade immer noch die arme Typenvielfalt, die ich habe. Ich meine, drei Wasser-Pokémon, hallo? Ich bräuchte ein Pflanzen und ein... Das wollte ich nicht. Ich bräuchte ein Pflanzen und ein Elektro-Pokémon. Dann bin ich hier etwas besser unterwegs. Verarsch mich doch nicht. Na gut, wie viel nach der Blubstrahl? Sehr stärker und mit Step. Oh, achso, na gut, war ein Volltreffer. Dann hätten wir Bamelin. Sag bloß, die hat nur Wasser-Pokémon. Na gut, Einstein und Gitarrist S kann ich vergessen. Das direkt gegen Bamelin. Versuchen wir mal den Ruckzuck-Hieb, weil Tabokas Angriff ist wesentlich besser. Ja, macht gut Schaden. Los, Vogel, Attacke. Ja, macht den nur Sternschau, es nutzt dir gar nichts. Was war denn das gerade? Ich glaube, da hat eine Katze gewütet, aber ich bin mir sicher. Was soll's, Kanimani kommt als nächstes. Wechseln wir oder tun wir nicht? Tun wir nicht wechseln vor allem. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, ich wollte wechseln. Aber egal. Vogel schafft das auch. Oder vielleicht auch nicht, obwohl der Vogel könnte es schaffen, aber lieber kein Risiko eingehen. Ja, genau deswegen. Das hast du mit Absicht gemacht. Aber nun gut, solange Kanimani nichts Schlimmeres drauf hat, ist das alles noch zu verkraften. Da ist alles noch in Ordnung. Habe ich überhaupt eine Wildbierbeere? Ja, habe ich sogar. Blaster wurde aufgetaut. So, jetzt beiß ich mal zurück. So. Oh, Biss macht gut Schaden. Ich glaube, ich bleibe beim Biss. War klar. Ich habe gewusst, dass das kommt. War so logisch. Und wetten jetzt wieder. War klar. Ich habe nur mehr 4 Supertränke. Ich bin echt arm dran. Ich lebe hier am Limit. Echt hart, Menschen am Limit. Aber nein, das heißt jetzt echt hart, Wolf am Limit. So in etwa. So. Ich würde ja Vogel einsetzen, aber... Naja.
dann kommt der Eiszahn und dann habe ich Pech. Shigi. Ja gut, da kann der Blaster auch noch ordentlich mithalten. So, jetzt kommt so eine Scheiße. Dann gucken wir trotzdem mal, wie viel Schaden wir machen. Nicht so viel. Oder doch, ich nehme alles zurück. Ich werde dich jetzt wieder zurück. War klar. Okay, jetzt reicht's mir. Los, Vogel. Ja, dein Vogel hat ja den Ruckzuckhieb. So. Blaster recht Level 24. Schutzschild, okay. Meinetwegen kann ich zum Ausscouten verwenden. Panzerschutz nutze ich sowieso nicht. Sibylle wurde besiegt. Meine Pokémon sind jetzt etwas fertig. Pingu ist noch fit. Ich könnte mal versuchen, Gitris Zamana zu setzen. Werde ich, glaube ich, auch, denn... Nein, nicht! Vielleicht habe ich Glück und die setzt Pflanzen-Pokémon ein. Ich liebe Pokémon, die süßlich riechen. So wie dieses. Riech doch mal! Ich bin mir ziemlich sicher, es setzt Pflanzen-Pokémon ein. Indivie. Okay, da hat Gitter ist Simon gute Chancen. Es sei denn, der Feuerwirbel verfehlt. Ja, yeah, brennen die wir. Macht gar nicht mal so viel Schaden. Ach, leck mich. Gefällt mir nicht. Wie Schaden macht denn die Glut? Oh! Du feiges Stück. Vor allem, ich müsste den Part gleich mal wieder beenden. Ich bin bei 18 Minuten vorbei. Ja, ich weiß, ich kann unzählig lange Videos machen, wenn ich Bock hätte. Aber ich will bei Pokémon Bloody Platin so ungefähr im 20-Minuten-Bereich bleiben. So wie auch bei manch anderer Spiele. Aber nun gut. Reflektor ist auch weg, aber das Gift setzt Simon ganz schön zu. Mir fällt gerade was ein, der Vogel hat auch gute Chancen hier gegen Pflanzen-Pokémon. Wahrscheinlich werden die beiden hier die Hauptträger der zweiten Arena sein. Windstoß. Oh, ja gut, war ein Volltreffer, okay. Aber da hat der Vogel jetzt ordentlich aufgeräumt. Der reicht ein nächstes Level ab. Bisam. Mein Lieblings-Pokémon. Welches ich glücklicherweise in der Smaragd-Randomizer fangen durfte und konnte. Allerdings ist es mir dann später verreckt. Was ich... Oh. Scheiße finde. Genauso scheiße wie das. Einmal ein Gegengift. Jetzt werde ich den Vogel ein bisschen zum Abfang verwenden. So, jetzt nur kein Risiko eingehen und Supertrank gleich hinterher auf den Vogel.
So. Wenn kein Volltreffer kommt, kommt jetzt die Maronbeere. Gut. Ich weiß, ich verballere einfach alle meine Heildinger. Oder nein, der Aufwecker, der ist noch besser. So. Aufwecker. Vogel ist aufgewacht. Ja, Bodycheck kann ja Bisasam auch noch. Aber nun gut, da hat er sich ein bisschen geschadet, das heißt, der wird jetzt auf jeden Fall K.O. sein. Jupp. So, welches war das letzte Gag-Arbor, glaube ich? Ja, Gag-Arbor, da werde ich wieder Simon einsetzen. Ich hoffe, seine schwache Defensive wird mir jetzt nicht zum Verhängnis. Okay, Glut. Ja, macht gut Schaden. Ich wollte eigentlich wechseln, aber so gehe ich das Risiko lieber nicht ein. Denn ich habe Schiss vor Verfolgung oder Ruckzuckhieb, welches Gegabo ja beides lernen kann. Also zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass Gegabo auch noch Ruckzuckhieb kann. So. Das war gut. Gutes Teamwork, Leute. Ich glaube, ich laufe zurück und verkaufe noch mein Zeug. Ich weiß, es ist zwar Slow-Motion-Effekt. Und so ganz nebenbei könnte ich das doch alles rausschneiden, aber... Nee. Ich will nichts rausschneiden, warum sollte ich auch? Ihr sollt alles miterleben. Okay, Sternenstaub kann weg. Dann, das X-Spezialverteidigung kann weg. Okay, Bälle haben wir leider sehr wenig. Da ich gleich bald in den Ewigwald komme, sollte ich mir noch ein, zwei Netzbälle mehr holen. Oder nee, nee, nee. Ich hole mir stattdessen Pokebälle. Ja, wie viel denn? 10? Ja, 10. Dann, oh, so, Premierball kriege ich auch, geil. Supertränke hole ich mir 5 Stück. Dann, obwohl, ich hole mir einen Trank, so. Ja. Und hier hole ich mir noch einen Netzball. So, als kompletter Sicherheit wegen. So. Diese Musik ist ziemlich langweilig. Und ich müsste irgendwann mal Doofkopf trainieren, weil, ja. Vielleicht lege ich im Ewigwald sowieso eine Trainingssession ein, weil man da gut trainieren kann, weil man immer wieder von Raissa geheilt wird. Das fände ich geil. Vor allem kämpft sie auch mit. Und sie kann auch Schaden abfangen. Also sprich, die Pokémon können ja auch ihr Pokémon angreifen. Und wenn ihr schon näher drauf geht, ist das eigentlich scheißegal. Und durchgehen kein Pokémon, nix. Danke. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich bin der Onkel Wolf und wir sehen uns das nächste Mal. Nächste Mal bei einer Pokémon Bloody Platin Folge. Nuzlocke natürlich. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.